So, heute gucken wir uns eine ganz besondere Säge an. Nicht irgendein billiger Ramsch, sondern wirklich Qualität für die Ewigkeit. Das ist meine Evolution Metallkreissäge. Habe ich mir vor 6 Jahren gekauft. Die funktioniert wirklich noch wie am ersten Tag. Das Sägeblatt hatte eine unglaubliche Standzeit. Ich habe gerade eben ein neues eingebaut. Das alte Sägeblatt hat wirklich über 5 Jahre durchgehalten. Jetzt die letzten Monate war es ein bisschen stumpf, habe ich mir mal ein neues gekauft. Und selbst das werde ich noch mal zum Nachschärfen geben. Die Sägeblätter kommen übrigens bei Evolution Made in Japan. Also ist eine unglaubliche Qualität. Wer meine Videos kennt, der kennt auch diese Handkreissäge. Zum Metallschneiden ist die wirklich auch perfekt. Kostet so um die 100 Euro, kann ich wirklich auch nur empfehlen. Und es gibt noch eine andere Säge. Das ist das absolute Premium-Modell von Evolution. Gilt als die beliebteste Säge der Amis und die habe ich hier gerade aufgebaut. Und wenn ihr euch das anguckt, ich kann euch versprechen, das wird euch umhauen. Das wird jeden, der irgendwo gutes Werkzeug liebt, wirklich begeistern. Ich habe eben leuchtende Augen bekommen, wie so ein kleines Kind zu Weihnachten, wo ich die Säge ausgepackt habe, weil das fühlt sich alles so toll an. Das ist wirklich alles so schön gemacht. Das ist eine ganz andere Version von Säge. Die Säge heißt S355 MCS, also nichts Spektakuläres vom Namen, aber ansonsten ist die Säge wirklich sehr spektakulär. Wir haben hier einen Grundkörper, der ist aus hart eloxierten Aluminium, ist gefräst von den Flächen her. Man hat hier also kein extrem hohes Gewicht, als wenn es aus Guss wäre, hat aber trotzdem eine sehr, sehr gute Festigkeit. Und das Besondere an dieser Säge ist, bei einer normalen Säge haben wir ja einen ganz einfachen kleinen Schraubstock. Der nimmt unser Werkstück auf, spannt unser Werkstück. Hier habe ich wirklich eine massive, lange Anlagefläche und habe die natürlich auch auf der zweiten Seite. Das ist so diese erste Besonderheit. Dadurch habe ich einmal hier die Führung, einmal hier die Führung. Damit kriegt man schon eine viel höhere Genauigkeit als mit einer Herkunft. Säge. Das ist einer der Punkte. Dann habe ich zahlreiche Spannelemente, die zeige ich euch gleich im Detail. Und ich habe hier die Winkelverstellung. Und die ist natürlich auch beeindruckend. Geht in beide Seiten. Das heißt, ich habe hier einfach diesen Drehknopf, den kann ich festschrauben oder losziehen. Dann haben wir hier den kleinen Taster. Den Taster drücke ich und dann kann ich hier ganz einfach jeglichen beliebigen Winkel einstellen. Und bei vielen besonderen Winkeln, hier 22,5 Grad, 30 Grad, 45 Grad, da habe ich zusätzlich noch diese Einrastpunkte. Kann hier also wirklich innerhalb von Sekunden das Ganze verstellen, kann es sehr genau verstellen. Man hat hier zahlreiche Möglichkeiten, um diese Säge wirklich auch noch mal zu kalibrieren, noch besser einzustellen. Und das ist natürlich diese beiden Möglichkeiten. A, das Spann, B, dieses von der Winkelfunktion. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und das sucht man natürlich sonst wirklich vergebens. Kleines Beispiel, was ich hier eben zugeschnitten habe, das ist ein 40x40 Vierkantrohr. Und dann schneidet man einen Winkel, schneidet den nächsten Winkel. Man braucht das Rohr nicht mal irgendwo drehen oder verschieben. Man kann das ganz einfach immer wieder einstellen, nachführen und dann kann man hier wieder den nächsten Schnitt machen. Das ist von der Geschwindigkeit sehr, sehr gut und das ist natürlich auch von der Genauigkeit extrem hoch. Man kann hier jeden Winkel kontrollieren, jeder Winkel funktioniert. Immer die Winkligkeit ist auch gegeben, das heißt der Schnitt ist immer absolut senkrecht von der ganzen Führung her und die Qualität von dem Sägeschnitt ist wirklich für eine Metallkreissäge sehr, sehr hoch. Ich habe hier mal so ganz minimal, dass ich hier rüber gehen kann, da muss ich aber auch schon suchen. Hier außen habe ich mal so einen ganz leichten Grat, das war es aber schon. Ich brauche hier nichts irgendwo mit einem Winkelschleifer mehr entgraten, kann man einmal ganz leicht mit der Feile rübergehen und dann ist das wirklich perfekt. Beziehungsweise für einen normalen Zuschnitt, den ich schweißen will, da brauche ich an den Kanten gar nichts mehr machen. Ein Bauteil spannen ist hier wirklich auch eine ganz andere Liga. Das heißt, ich habe hier ganz einfach diesen Bügel, den ich hier einsetzen kann. Der hat verschiedene Einrastpunkte. Wenn ich den richtigen Punkt gefunden habe, kann ich es zusätzlich hier auch ganz einfach noch mit diesen kleinen Schrauben fixieren. Und jetzt habe ich diese beiden Spannelemente. Die Spannelemente kann ich hier einfach einführen, kann ich an die richtige Position bringen. Habe hier diese Schnellverstellung. Damit kann ich es ganz einfach ranführen. Und dann habe ich innerhalb von wenigen Sekunden mein Bauteil gespannt. Und das kann ich halt an jeglicher Position machen. Ich kann vorne zwei
Spannelemente ransetzen. Ich kann hinten zwei Spannelemente ransetzen. Ich kann ein Bauteil halt hier auch in einer ganz anderen Form spannen, weil ich zum Beispiel hier nicht irgendwo einen Schraubstock habe, dann das Bauteil hinten lang rüber guckt. Ich kann es wirklich so aufnehmen, wie das ideal ist, dass ich möglichst wenig Schwingungen habe, dass ich wirklich idealen Sägezuschnitt habe. Das kann man sich hier auch richtig schön angucken, wie gut das Rohr jetzt anliegt. Das Rohr liegt hier hinten an, wird hinten geführt, wird unten geführt, das auf beiden Seiten. Ich habe jetzt direkt neben dem Sägeblatt gespannt, kann hier auch direkt sogar noch ein bisschen höher rangehen. Und der Mechanismus kann man hier nochmal ganz einfach sehen, kann ich hier einfach wieder losschrauben. Und dann kann ich den öffnen, kann den in jeglicher Form verstellen. Wenn ich ihn dann runterklappe von wegen, dann ziehe ich das Ganze fest. Habe eine sehr gute, sehr feste Spannung, kann das hier noch verdrehen. Wenn ich Rohre spannen möchte, dann gibt es diese zusätzlichen Spannelemente, die Rohre aufnehmen. Kann man kleine Rohre spannen, kann man große Rohre spannen. Ich habe das eben auch mal mit einem großen Rohr gemacht. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Und zusätzlich gibt es hier noch ein Spannelement. Hier ist auch noch dieses Rohrelement drin. Und dann habe ich hier verschiedene Bohrungen, wo ich das Ganze ansetzen kann. Und dann kann ich zum Beispiel ganz einfach das hier ransetzen. Hier habe ich hinten auch wieder die Schnellverstellung. Hier habe ich hier vorne auch wieder die Schnellverstellung. Und dann kann man das Ganze hier auch noch mal fixieren, wenn das nötig ist. Aber ich habe jetzt eben einen ganzen Schwung schon gesägt. Ich zeige euch gleich mal, was ich zugeschnitten habe. Ich habe es jetzt von oben nicht für nötig gehalten, da zu spannen. Aber wird es auch Sachen geben, wo man denkt, von wegen, bevor das weggeht, nehme ich das lieber in mehr Punkten auf. Auch das kann ich hier flexibel in verschiedenen Bohrungen hier spannen. Das geht hier hinten nicht an allen Punkten, weil dann irgendwann natürlich die Säge im Weg ist. Aber im Prinzip ist das schon sehr durchdacht. Also es macht wirklich Spaß. Es ist unglaublich schnell, wenn man jetzt hier eine Liste von Winkeln abarbeitet, wie ich das hier gemacht habe oder so. Ich kenne nichts, was da irgendwo vergleichbar ist. Und halt durch die Aufnahmemöglichkeit ist das wirklich auch sehr, sehr genau. Mich begeistern dann halt auch immer diese vielen kleinen Details. Man könnte das so machen, dass man das hier rüberschiebt, dann würde das immer irgendwo sich wieder verschieben. Und darum sind hier immer extra zwei kleine Kugeln eingebaut. Das heißt, die Kugeln drücke ich rein, die drücken das Ganze dann fest. Es ist nicht so, dass ich es nicht wieder loskriege oder schrauben muss, aber es reicht dafür, dass ich halt hier das Ganze so habe, bewegen kann, auch mal ein bisschen schütteln kann und hier nichts wieder abgeht. Wenn ich es abbrauche, kann ich es ganz einfach wieder abziehen. Ich habe hier an der Säge zusätzlich eine Führung, kann ich hier ganz einfach lösen. Dann habe ich hier verschiedene Einrastpunkte. Das sorgt dafür, dass ich in verschiedenen Bereichen verschiedene Höhen sägen kann. Wenn ich meinen Punkt habe, ich habe hier immer die vorderste Variante genommen, dann kann ich das Ganze ganz einfach wieder festziehen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ich damit die Säge sehr einfach montieren kann und auch wieder ganz einfach demontieren kann. Die ganze Lagerung ist hier auch mit Kugellagern, also ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Jetzt ist natürlich hinten noch dieser kleine Bock. Das ist A, der Abschluss, damit ich das nach hinten nicht rüberziehen kann. B ist es aber auch so, wenn ich die Säge jetzt nicht befestigt habe und die ist wirklich dafür ausgelegt, dass ich die hier einfach auf den Tisch stelle, so wie ich das gemacht habe und damit lossägen kann, da bewegt sich wirklich nichts. Ich könnte sie befestigen, aber wenn ich sie jetzt nicht befestigt habe, dann ist es natürlich möglich, wenn ich nach hinten drücke, dass ich die nach hinten überdrücke. Und da hat man extra hier diesen kleinen Bock. Andere Hersteller würden dir sagen, die Säge musst du schon befestigen oder vorsichtig sein. Hier hat man mitgedacht und hat hier diesen kleinen Bock hinten ganz einfach konstruiert. Eine schöne, einfache Lösung und so hat man hier wirklich eine richtig, richtig schöne Säge. Bedienelemente sind hier im Prinzip sehr einfach erklärt. Ich habe hier grundlegend meinen Taster. Da ist eine Sicherheitsfunktion, dass ich den nicht unbeabsichtigt irgendwo einschalte. Ich habe hier unten einen schönen Schutz, der ist durchsichtig. Damit fliegen mir keine Späne an die Hand. Ich habe einen Motor, der ist nicht drehzahlreguliert, hat 2200 Watt. 1550 Umdrehungen. Evolution sagt, das ist ideal, damit kann man alles sägen. Da braucht man keine Drehzahlregulierung. Motor ist hat einen Anlaufstrombegrenzer. Man hat also nicht das Problem, dass einem die Säge irgendwo die Sicherung raushaut. Das hatte ich mit der Säge halt ab und zu immer wieder. Also hier kann man an jeder normalen Steckdose mitarbeiten. Ich habe hier dann diesen kleinen oder diese kleine Arretierung. Wenn das arretiert ist, habe ich den mittleren Handgriff. Damit kann man die Säge natürlich auch tragen, wenn man das schafft. Die wiegt 35 Kilo, ist also nicht ganz so leicht, ist aber völlig ausbalanciert vom Gewicht her. Also ist auch eine schöne Sache, funktioniert wirklich auch gut. Und das ist im Prinzip schon diese Säge ganz einfach erklärt.
Jetzt ist so eine Säge natürlich unglaublich genau und unglaublich schnell. Wenn man das jetzt so sieht, was ich hier gemacht habe, das ist wirklich toll von den Ergebnissen. Das ist ein U-Profil 160 mm breit. Die Säge könnte theoretisch sogar noch ein bisschen mehr, wie ich das gesehen habe. Und das Schnittergebnis sieht toll aus hier. 100 mal 100 Vierkantrohr, ganz einfach zugeschnitten, hier auf Gehrung geschnitten. Und das ist ein DN100er Rohr. Das habe ich hier auch mal auf 45 Grad geschnitten. Und ich sage mal, das sieht wirklich toll aus. Also das ist nicht in irgendeiner Form nachbearbeitet. Das ist der Vorteil von so einer Säge. Schnell und unglaublich genau, gerade mit diesen Spannmöglichkeiten hier. Nachteil ist natürlich, ich habe ein Stahlsägeblatt. Ich kann da mal vereinzelt Edelstahl oder Aluminium mit sägen. Aber dauerhaft kann man das natürlich nicht machen, dann kriegt man Probleme, dann ruiniert man sich das Sägeblatt. Also braucht man natürlich ein zweites Sägeblatt. Man kann so ein Sägeblatt hier innerhalb von einer Minute wechseln. Man muss es halt nur das zweite sich anschaffen, das zweite sich kaufen. Das ist immer so ein bisschen der Vorteil von einer Metallbandsäge. Die ist viel, viel langsamer, die ist viel ungenauer, wenn ich die nicht richtig gut eingestellt habe. Das merke ich immer wieder selber. Aber da hat man halt ein Sägeband und wenn man ein Sägeband tauscht, von wegen Sägeband kostet irgendwo bei meiner 15 Euro, hier so ein Sägeblatt kostet natürlich schon irgendwo 70, 80 Euro. Und ich habe bei einer Metallbandsäge die Späne halt sehr lokal begrenzt. Hier sieht man das schon, ich habe ein bisschen geschnitten. Der wird schon viel hinten in dem Bereich hier gesammelt extra, aber trotzdem hat man halt deutlich mehr Dreck. Und das muss man sich natürlich auch immer ein bisschen bewusst machen. Ich werde jetzt nochmal das Sägeblatt tauschen, weil ich habe gleich drei Sägeblätter. Ich habe A, das Stahlsägeblatt, was im Lieferumfang ist. Dann habe ich Aluminium. Aluminium ist auch interessant, nicht ganz so interessant. Und dann wollen wir halt auch mal Edelstahl zuschneiden. Sogenannten Chrom-Nickel-Stahl oder auch Inox genannt. Und dafür werde ich das Sägeblatt einfach mal tauschen und dann gucke ich mal, was ich an schönen Edelstahlrohren habe und dann werden wir die mal zuschneiden. Zuschnitt geht dann auch sehr schnell, genau wie bei Stahl, geht da durch wie Butter. Ich habe zusätzlich natürlich einen Tropfen Öl verwendet, gerade bei Edelstahl, da sollte man beim Zersparen, aber auch natürlich beim Sägen immer ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen Kühlschmierstoff verwenden. Und jetzt kann ich hier einfach mal das Ganze losschrauben, das sind 30 Grad, habe ich einfach mal aus Spaß eingestellt. Und dann kann man sich den Sägeschnitt angucken und der sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Ich habe hier oben so eine ganz kleine Kante, da hat man so ein ganz bisschen Grat, aber das war es auch schon. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr schönes Sägeergebnis. Ich denke mal, an diesem Beispiel sieht man eindrucksvoll, wie gut diese Säge wirklich Edelstahl schneiden kann. Das funktioniert wirklich extrem gut, wie alles andere, was ich hier heute mit dieser Säge gemacht habe. Ich bin da schwer begeistert. Ich bin seit Jahren riesengroßer Evolution-Fan und die Säge ist wirklich nochmal so Next Level. Die Säge hat aber auch zwei, drei kleine Nachteile, die möchte ich natürlich auch ansprechen. A, Drehzahlregulierung, hatte ich vorhin schon gesagt. Und das, was mich auch wirklich stört, ist bei der Säge, man hat hier kein integriertes Anschlagsystem. Ich kann hier von beiden Seiten arbeiten. Natürlich kann ich hier immer alles gegenmessen, aber so ein richtig schöner Anschlag, den man einstellen kann, der fehlt hier wirklich, den sucht man vergebens. Ich weiß nicht, ob sowas irgendwo im Zubehör gibt, aber ich finde, sowas gehört irgendwo dazu. Ich werde mir da irgendwas noch basteln, dass man hier auch Kleinteile vernünftig zuschneiden kann. Ansonsten habe ich hinten in meiner Sägestation, da wird die mit integriert werden, natürlich mein eigenes Anschlagsystem, aber im Prinzip gehört das zu der Säge dazu. Aber ansonsten bin ich restlos begeistert. So schnell, so genau, so effektiv, so schön von den Spannmöglichkeiten, so schön von den Möglichkeiten, hier wirklich Gehrungen zu schneiden. Ich habe noch nie irgendwas ansatzweise Vergleichbares gesehen. Das ist wirklich auf einem extrem genialen Niveau. Das ist wirklich toll. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich verlinke die Sägen hier unter, natürlich die Säge, aber auch meine anderen beiden Evolution-Sägen und wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und nicht vergessen, das Ganze fängt immer an mit einem wirklich perfekten Zuschnitt.